Ja, ich habe hier neben mir die Susanne Braun aus München. Die Susanne Braun, die hat, wie man hier sehen kann, bei Jugend forscht mitgemacht. Susanne, was war denn das Projekt, bei dem du bei Jugend forscht mitgemacht hast? Ja, ich habe das Fressverhalten des Procambarus clarki am Beispiel zwei europäischer Schneckenarten genauer angeguckt. Procambarus clarki, vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, das ist ein Krebs, Genau, das ist ein ein. Dekapoderkrebs, vermute ich mal. Genau. Ja. Ja, das ist auf Deutsch der rote amerikanische Sumpfkrebs, der eben aus Amerika stammt, aus Nordamerika bzw. Mittelamerika, dem Süden Nordamerikas, der eben auch nach Europa gelangt ist, weil er ein sehr beliebter Speisekrebs ist und hier eben in die freie Wildbahn gelangt ist und hier auch zum Problem wird. Das heißt, hast du deine Tiere in der Natur gefangen oder hast du die von der Züchterei bekommen oder wo waren die her? Ja, ich habe die von jemandem, der die eben züchtet, aus Privathand. Man sollte die ja auch nicht auswildern, also ist keine so gute Idee, als einen invasiven Krebs auszuwildern. Ja, und der hat die eben privat im Aquarium gezüchtet und von dem habe ich die bezogen. Insgesamt waren es zwei Züchter, ja, damit die nicht alle so miteinander verwandt sind, die Ja, Versuchstiere. und wie bist du auf das Projekt gekommen? Ich meine, eines Morgens aufgewacht und jetzt mache ich was über das Fressverhalten von Procambarus clarki oder nee, erzähl doch mal. Ja, ja, eine Leidenschaft zu wirbellosen Tieren habe ich eigentlich schon seit ich 12 bin. Aber richtig in Aquaristik bin ich eigentlich seit 3 Jahren und habe mich da vor allen Dingen mit Apfelschnecken beschäftigt und wollte meine Seminararbeit ursprünglich über das Thema Gehäuseschäden bei Apfelschnecken schreiben. Also Und eine, ganz kurz, eine Seminararbeit in der Schule. genau, einfach im Rahmen der 13. Klasse. Und kam eben dann darauf, dass der Procambarus clarki auch ein Verursacher solcher Gehäuseschäden sein kann. Und dadurch dann eben, dass er nicht nur bei südamerikanischen Schneckenarten zu Gehäuseschäden führen kann, sondern eben auch bei europäischen, weil er ja bei uns eben auch schon ausgewildert wurde, hier herumläuft und dass das mitunter zum Problem werden kann. Ja, was hast du denn dann genau gemacht? Also, du hast gesagt, Fressverhalten am Beispiel von zwei europäischen Schnecken. Welche Schnecken waren das denn? Das war die Viviparus contactus und die Limnaea stagnalis, Ah. also eine Sumpfdeckelschneckenart und die Spitzschlammschnecke. Spitzschlammschnecke, die, Genau, ja. und später habe ich dann noch die Viviparus viviparus dazu genommen, also eine weitere Sumpfdeckelschneckenart. Beide mit auf der roten Liste, auf vielen Bundesländern. Und da war eben die Relevanz gegeben, dass es da möglicherweise später mal zu Problemen kommen kann, beziehungsweise heute schon Probleme im Zusammenleben mit Schnecken und Krebsen entstehen. Gut, und was hast du jetzt genau im Experiment gemacht? Ja, Wo ich. hast du denn das gemacht? Wurde das begleitet von der Schule oder Nein. von der Universität oder Also. hast du da richtig einen Keller von den Eltern umgebaut? Ja, ich habe Ja? den Keller meiner Eltern umgebaut, ja. Also, wir haben einen schönen Waschkeller unten im Haus und Ihr der. hattet einen Waschkeller. Er ist immer noch ein Waschkeller. Er ist nur nicht mehr nur ein Waschkeller. Ja, und. Den muss ich meine Mom eben seitdem mit meinen Krebsen teilen. Das ist halt der optimale Raum, um sowas durchzuführen. Ich habe ihn halt zum Labor umgebaut. Dort stehen halt eben jetzt Regalreihen mit gleichen Behältnissen, mit einer automatischen Be- und Entwässerungsanlage, mit Anschluss an unseren hauseigenen Brunnen, sodass dann eben wirklich konstante Wasserwerte dauerhaft gewährleistet sind. Und jeder Krebs hatte dieselbe Einrichtung und wurde eben dann bei 12, insgesamt 12 Beobachtungsreihen genauer geguckt, was passiert denn im Zusammenleben mit Krebs und Schnecke. Wird die Schnecke gefressen? Welche Schnecken werden gefressen? Wie verhält sich der Krebs denn gegenüber der Schnecke, wenn er Ausweichmöglichkeiten an Futter hat, also Alternativen? Was passiert, wenn er tote Schnecken dargeboten bekommt? Ist das möglicherweise eine Präferenz? Das klingt ja jetzt wirklich nach einem sorgfältig geplanten Experiment, muss man einfach mal sagen. Mehrere Aquarien hast du gerade geäußert, automatische Wasserwechselanlage, um die ganzen Randbedingungen konstant zu halten. Wie kommt man auf sowas? Hast du wissenschaftliche Betreuung gehabt? Nein, also ich hatte von der Schule her keine Hilfe. Meine Schule, für die ist das auch völlig neu, weil ich komme ja von der Fachoberschule und wir hatten wir haben die Sozialwesen Spezialisierung, das heißt, da war nichts in Sachen Naturwissenschaften als Angebot vorhanden. Die Lehrer waren damit eigentlich auch nicht konfrontiert und konnten mir da jetzt in der Hinsicht auch keine Stütze geben, mir da weiterhelfen. Und so habe Ja, ich das immer dann drauf eben. auf die Lehre, das ist schon okay.
Und ja, mir wurde dann eben nur geraten, weil ich mir in Sachen Tierschutzrecht nicht sicher war, weil es ja doch geschützte Arten sind, ja. Und mich dann eben an die Uni zu wenden. Mhm. Und da habe ich mit der LMU Kontakt aufgenommen und da mal gefragt, ja, wie ist denn das mit dem Tierschutzrecht? Könnte ich da vielleicht eine Möglichkeit finden, mit den Schnecken trotzdem zu arbeiten? Mhm. Und mir wurde dann schon weitergeholfen und das Rechtliche erklärt. Ich hatte dann auch den Professor Hoffmann eben, um den mal anrufen zu können. Der hat mir auch Literatur gegeben, aber mhm. die Arbeit selbst habe ich gemacht. Also das mhm. war jetzt nicht so, dass ich permanent jemanden präsent gehabt hätte. Mhm. Also. Was hast du denn bei den Schnecken untersucht? Ob die dann ein Stück ja. Gehäuse rausgeknackt ist oder was? Erzähl doch mal ein bisschen ja. mehr. Ich habe insgesamt 20 bis 22 Beobachtungskriterien ja. gemacht, auf so einem Beobachtungsbogen, der halt für jeden Krebs ausgefüllt wurde, jeden Tag zu einer bestimmten festgelegten Uhrzeit. Wie viele Krebse hattest du denn insgesamt? 40. Wie viele Aquarien? 40. 40 Aquarien? Ja. 8 mehr als ich habe. Ja. Respekt. Und insgesamt waren es halt etwa 2000 Schnecken, die ich dann dafür verwendet habe. Ah ja. Und die Schnecken hast du aus der Natur entnommen und Nein, also entnehmen das, dürfen? Das habe ich nicht gemacht. Das sollte man auch nicht tun. Ja. Gerade eben bei geschützten Arten mhm. ist immer gar kein Thema. Also habe ich die aus dem Aquaristikhandel bezogen. Mhm. Ja. Teichhandel. Ja. Gut, kommen wir nochmal zu den Charakteristika, die du da untersucht hast. Ja. Jetzt gehen wir schon genau. sehr ins Detail, aber als Wissenschaftler ja. bin ich daran interessiert. Ja. Klar, logisch. Also ich habe einmal geguckt, wird das Tier getötet? Und gibt es Gehäuseschäden, gibt es Weichkörperschäden? Ja. Wenn es Gehäuseschäden gibt, welche Intensitäten an Gehäuseschäden gibt es? Also leicht, mittel, schwer oder nichts mehr übrig? Ja. Dann habe ich noch geguckt, welche Angriffsrichtung am Gehäuse gewählt wurde. Das heißt, greift der Krebs jetzt von der Spitze aus an, nimmt er eher die Mündung? Mhm. Und, oder vielleicht sogar beide Richtungen, was ich auch manchmal hatte, um dann eben aussagen zu können, wie genau dieses Fressverhalten dann auch vonstatten und geht. Kann und was kann man so mal grob zusammengefasst sagen? Also man kann sagen, dass die Sumpfdeckelschneckenarten ab einer Größe von 3 Zentimetern oder vielleicht auch schon von 2 Zentimetern auf jeden Fall ordentliche Größe nicht mehr so leicht angegriffen werden können. Mhm. Die haben ein ziemlich dickwandiges Gehäuse, haben ein Operculum, also ein Deckel, und sind dadurch ziemlich gut geschützt. Das Gehäuse ist sehr bauchig, das heißt, es bietet wenig Angriffsflächen für den Krebs, mhm. sodass er dann mit seinen Scheren angreifen könnte, mit seinen Mundwerkzeugen arbeiten könnte. Das funktioniert einfach nicht. Und die einzige Angriffsrichtung, die man dann eigentlich feststellen konnte, das war die Mündung, weil er versucht eben mit seinen Scheren in die Mündung reinzukommen und da ist das Operculum im Weg und manchmal erwischt er trotzdem ein Stückchen der Mündung, aber es ist nichts weltbewegendes, die Schnecke überlebt. In den allermeisten Fällen, also es gab wirklich nur ganz geringe Verluste, dann auch, auch Beschädigungen des Weichkörpers oder des Gehäuses an sich. Das war nicht so das Thema. Bei der Limnia stagnalis sieht es dann durchaus anders aus, also da gibt es schon größere Beschädigungen, sei es am Weichkörper oder am Gehäuse. Die hat ja auch ein dünnwandigeres Gehäuse, ein spitzeres Gehäuse, viel mehr Angriffsflächen und da kann der Krebs einfach besser arbeiten. Mhm. Wie bist du denn jetzt drauf gekommen, das alles für Jugendforscht irgendwie mit anzumelden? Das war ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, ursprünglich ein Projekt von der Schule aus, wo du gedacht hast. Und wie bist du dann zu Jugendforscht gekommen? Das ist ja dann doch nochmal ein ganz schöner Schritt. Ja, das hängt auch wieder mit meiner Seminararbeit zusammen, weil ja, ich habe mit meiner Seminarlehrerin damals telefoniert und hat ihr also von meinen tollen Ideen erzählt, was ich alles für Experimente mit meinen Apfelschnecken zu Hause machen wollte, um da rauszufinden, welche Gehäuseschäden sie davontragen. Und kam dann eben auf die Idee, mal einen nicht so bekannten Gehäuseschäden mit reinzunehmen, nämlich den, der durch die Krebse verursacht wird. Ja. Ich mir dachte, die Aquarianer halten sowas ja vielleicht möglicherweise zusammen im Becken und dann kommt es zu solchen Schädigungen. Mhm. Also wollte ich ursprünglich ein Messgerät bauen, mit dem man messen kann, welchen Druck so ein programmbares Clarky mit seinen Scheren pro Quadratmillimeter ausüben kann. Und das wollte ich für meine Seminararbeit machen. Und tja, dann habe ich das meiner Lehrerin am Telefon erzählt und die meinte dann, aha, aha, ja, wieso gehst du eigentlich nicht zur Jugendforsch? Tob dich doch da aus. Und dann hast du dich selbst angemeldet oder hat es jemand ein bisschen gepusht oder jemand was mitgemacht? Also ich habe dann gleich zu meiner Lehrerin gesagt, super, finde ich toll, wusste gar nicht, dass ich das machen kann. Und habe mich dann im Internet informiert, wie das mit der Anmeldung vonstatten geht und dann zum richtigen Termin meine Anmeldung eingereicht und konnte dann mitmachen. Und wie ging es jetzt die Treppe hoch?
Wie läuft das bei Jugendforscht? Das gibt ja immer so Regionalwettbewerbe und dann geht es hoch. Kannst du kurz mal erzählen, wie das lief? Also es gibt halt bestimmte Termine, da also muss man sich erstmal anmelden, eine Kurzfassung geben. Dann gibt es einen Termin, wo man die Langfassung einreichen muss, 15 Seiten ungefähr. Und dann kann man zum Regionalwettbewerb antreten. Mhm. Und wie ging es aus? Ja, ich habe den ersten Preis gekriegt. Aha, Glückwunsch. Wir hatten ja auch kurz Berichte drüber in VDA aktuell. Ja. Mhm. Wie ging es dann weiter? Ja, und dann, wenn man da den ersten Preis hat, dann darf man eben auf Landesebene antreten. Ja. Und das habe ich dann auch machen dürfen und da habe ich den zweiten Preis gekriegt. Das ist doch schon mal was. Ne? Ja. Dann herzlichen Glückwunsch. Danke. Und schön, dass du nach Berlin gekommen bist und auch schön, dass du hier uns ein Interview gegeben hast und erzählt hast, was passiert ist. Ich wünsche dir noch viel Glück. Was hast du denn später vor? Biologie studieren? Mögliche Option. Tiermedizin ist auch eine Option. Tiermedizin? Mhm. Als Biologe kann ich da nur sagen, studiere lieber ein akademisches Fach. Okay, vielen Dank. Okay, bitte. Ja, klasse.